Moin zusammen und willkommen bei einem nicht ganz so einfachen Video. Bevor jetzt hier Kommentare kommen, jede Tischlerei braucht eine Kreissäge, nur an der Bandsäge kannst du nicht arbeiten. Lasst uns mal ganz kurz darauf besinnen, für wen dieses Video gedacht ist. Für alle, die am Hobby Holzwerken Spaß haben. Und bedenkt auch, wenn ihr vielleicht eine 30 oder 40 oder 50 Quadratmeter große Werkstatt habt. Ich vermute jetzt einfach mal, 90% haben 8 bis 10 Quadratmeter. Und da passt eine Formatkreissäge einfach überhaupt nicht rein. Wir müssen also zwei Faktoren berücksichtigen. Das eine ist Faktor Preis, ganz klar im Hobbyhandwerken. Ne, es gibt vielleicht noch ein paar andere Hobbys. Ist das Geld einfach begrenzt? Und die zweite Sache, ebenso begrenzt wie das Geld, ist wahrscheinlich auch der Platz. Wir müssen also nach diesen Kriterien urteilen und wir müssen uns ansehen, was wollen wir überhaupt erreichen? Wie kommen wir dahin? Am einfachsten, am sichersten, am günstigsten. Bevor ich hier bei Meier begonnen habe, YouTube-Videos aufzunehmen, war mein Gedanke eigentlich immer, das Herzstück einer jeden Tischlerei, einer jeden Werkstatt muss eine Tischkreissäge sein. Denn die Möglichkeiten damit sind vielfältig. Und wer die alten Videos von mir noch kennt, der weiß, ich habe da auch erstmal ganz viel mit der Tischkreissäge gemacht, weil eine Bandsäge hat für mich eigentlich nie eine Rolle gespielt. Da habe ich als Lehrling dran gestanden und den ganzen Tag Brennholz gemacht. Oder ja, wenn wir mal ein Segmentbodenfenster gemacht haben, wurde damit halt schon mal so ein bisschen grob angefangen, Material abzunehmen. Aber ansonsten ist die Tischkreissäge als Präzisionsinstrument bekannt. Und das ist eigentlich auch, und das ist auch für euch als Anwender, wenn die Voreinstellungen stimmen ab Werk, mit ein bisschen Geduld, also ich sag mal vielleicht so 2-3 Stunden, die man anfänglich investiert, auch super eigentlich zu handeln. Wir müssen dafür sorgen, dass der Queranschlag im rechten Winkel zum Sägeblatt steht, dass hier der Schiebeschlitten auch noch parallel zum Sägeblatt entlangläuft. Naja, und dann ist doch schon eigentlich alles gut. Das kriegt man hin mit ein bisschen guten Willen. 1-2 Messinstrumente und dann passt das. Was wir dann kriegen, ist wie gesagt ein Präzisionsinstrument, was wiederholgenaue Schnitte ermöglicht. Ich habe also hier am Queranschlag nochmal hier die Möglichkeit, upsala, wenn er gelockert ist, hier meine Werkstücke immer im gleichen Maß, also jetzt hier von 71 cm abzulenken. Das gleiche gilt für den Parallelanschlag. Das sind feste Elemente, das Kreissägeblatt kann sich, abgesehen von minimalen Schwingungen, auch nicht nach links oder rechts bewegen. Kann also davon ausgehen, da kommt immer wieder das Gleiche bei rum. Wenn ich Plattenmaterial bearbeite, dann mache ich mir dann ein anderes Sägeblatt drauf, als wenn ich Langholz bearbeite, also Längsschnitte mache im Massivholz. Ja, das kriegt man relativ schnell raus. In der Regel kommt man mit 2 oder maximal 3 Sägeblättern super zurecht. Alles ist gut. Das sind die Vorteile. Die Nachteile, über die wir uns jetzt wie gesagt nur in Hobbybereich, in kleineren Werkstätten Gedanken drum machen müssen, ist der Preis. Ich brauche also schon ein gewisses Budget und da kommen wir eigentlich unter 1000 Euro nicht weit, wenn wir hier wirklich auch noch eine mit Queranschlag haben möchten. Das heißt, so ab 1500 Euro rum bis, naja, weit nach oben ist eigentlich so der Einstieg. Man kann natürlich auch, ne, ich will jetzt nicht die Augen verschließen, viele von euch haben wahrscheinlich ein blaues Gerätchen, also eine Bosch Blau oder eine Bosch Grün. Eine DeWalt, ne, gibt da mehrere kleine Tischkreissägen. Da kann man auch mit arbeiten, aber ihr wisst selber, da ist man relativ begrenzt. Ich werde jetzt nicht damit irgendwie beginnen können, mir damit ohne große Einschränkungen oder ohne es großartig kompliziert haben zu wollen, ein Regal bauen. Ja, ich habe da irgendwie meinen Queranschlag gebaut, der vielleicht auch nicht so die sicherste Variante ist. Aber da mal irgendwie eine Bohle entlang zu schieben, wird schwierig. Ja, ich glaube, da können wir uns einig sein. Das heißt, Thema Preis ist der erste Negativpunkt. Der zweite ist Platz. Ich kann das natürlich alles abbauen, gar keine Frage. Aber auf- und abbauen bedeutet auch, jedes Mal kann da wieder ein bisschen was sich verzogen haben. Ich muss es also neu justieren. Das kostet mich Zeit. Und Zeit ist irgendwie auch ein Faktor, den wir im Hobby, ne, gerade wenn es so junge Eltern sind, lese ich immer wieder, dann ist Zeit einfach sehr begrenzt. Und ich merke das auch hier, wir müssen jedes Mal für ein Projekt immer wieder die Maschinen umbauen, weil wir ja auch einfach keinen Platz haben. Ne? Und dann haben wir auch keine Zeit, weil so ein Drehtag ist immer kürzer, als man es gerne hätte. Also merke ich auch, das geht immer so ein bisschen zugunsten des Workflow. Also, Thema Platz, Thema Preis, Thema Sicherheit. Thema Sicherheit ist gerade natürlich auch im Hobbybereich nicht zu vernachlässigen. Ich habe, wie jeder andere Tischler auch, einen Maschinenkurs belegt, nicht nur einen, sogar mehrere. Ich habe mir bei meinem Meister abgucken können, mein Meister hat es mir vorgemacht, wie man sicher arbeitet. Ich habe mein Wissen also nicht aus ein paar YouTube-Videos erlangt oder so, naja, ich denke mal ein bisschen drüber nach, wie könnte das funktionieren und dann mache ich einfach mal.
Das soll überhaupt nicht negativ sein oder überhaupt nicht negativ klingen. Es gibt einige gute Videos. Auch wir versuchen, gute Videos diesbezüglich zu machen. Aber ja, es ist immer noch mal was anderes. Manche sagen schon, wenn ich hier eine Stunde ein Video dazu gemacht habe, wie man sicher fräst, oh Gott, wann kann der Typ aufhören zu reden? Das habe ich mir eine Woche lang anhören müssen, von morgens bis abends, wenn man wirklich im Maschinenkurs ist. Und so geht es auch bei der Kreissäge und so geht es auch bei der Abrichte. Ja. Das nur mal so viel dazu. Thema Sicherheit kann einschläfernd wirken, ist aber spätestens dann, wenn was passiert, sehr aufweckend und dann ist es schon zu spät. Sicherheit ist an der Kreissäge ein Thema, was wir immer wieder mit kleinen Vorrichtungen, zuletzt auch hier Abdeckung, verdeckter Schnitt, Fritz und Franz, Rückschlaggefahr, Parallelanschlag nach hinten ziehen. Es gibt da ganz viele Tücken, die auf einen lauern. Das Gefährliche bei unserer Tischkreissäge ist, dass viel Kraft nach hinten abgegeben wird. Ja, also durch die Rotation des Sägeblatts sind wir in Gefahr, nach hinten irgendwie kleine, wenn es wirklich nur kleine Werkstücke sind, von denen getroffen zu werden. Das ist ein bisschen als Witz gemeint, aber hier mal ein Videoausschnitt, wo man mit diesen Leisten Luftballone hat platzen lassen. Ne, die Jungs machen das da kontrolliert oder ist es an der Fräse? Naja, auf jeden Fall, es ist eigentlich das Gleiche, da ist ein Rückschlag da. Und bei uns war das auch mal irgendwie ein Sport zu sagen, ne, mit kleinen Leisten da, wer fliegt damit am weitesten. Es ist aber, wenn es nicht kalkuliert ist, durchaus ein Risiko, dem wir uns da aussetzen. Ja, und darum auch nochmal ganz wichtiger Hinweis, bitte niemals hier in den Bereich hinter der Kreissäge stellen. Und wer jetzt sagt, naja, ich habe da aber meinen Schiebeschlitten auf meiner Bosch drauf, was soll ich sagen, ist eigentlich laut BG nicht vorgesehen. Muss man dann für sich selber wissen. Ja, gut. Also, das ist der erste Faktor. Ich kann von Rückschlägen getroffen werden. Da die Abdeckhaube hier immer drüber ist und wir alle Vorkehrungen treffen, muss ich jetzt nicht darüber reden, wie gefährlich es ist, wenn man hier über das offene Sägeblatt geht. Das gibt es ja einfach nicht mehr. Das habe ich ja mit dem Video, was wir hier eingeblendet haben, abgeschafft. Gibt es einfach nicht mehr. Okay, also in diesem Sinne sind wir schon mal einen Schritt sicherer geworden. Staubentwicklung gehört für mich auch zum Thema Sicherheit. Ein Kreissägeblatt zerspannt wesentlich feiner unser Material, als es beispielsweise hier an der Bandsäge der Fall wäre. Der Zahnabstand hier ist wesentlich größer, als es bei der Kreissäge der Fall ist. Und da ist natürlich auch, je mehr Zähne ein Kreissägeblatt hat, desto feiner wird auch nochmal zerspannt. Ja. Ja, dann Lautstärke ist meistens bei der Kreissäge eigentlich auch nochmal wesentlich hochfrequenter, als es bei der Bandsäge der Fall ist. Und ja, ich glaube, das sind so Punkte, wenn man die jetzt zusammennimmt, klingt erstmal so ein bisschen negativ schon. Ja, also der Profi wird um dieses Gerät nicht herumkommen. Wir wollen jetzt aber mal schauen, okay, gibt es denn günstigere Alternativen? Gibt es sichere Alternativen? Und kann ich damit dann trotzdem oder vielleicht sogar noch mehr machen als mit meiner Kreissäge? Ich kenne euch doch. Ne? Ich stehe jetzt hier neben einer Capex, die kostet mehr als die Tischkreissäge. Die Sabre hat natürlich auch ihr Geld gekostet und auch hier die Akkutauchkreissäge von Festool kostet ihr Geld. Ich habe jetzt hier leider keine Alternativen, die ich euch zeigen kann. Mir geht es um das grundsätzliche Prinzip. Also, wer schon gerade will tippen wollte, spartet euch. Ja? Mir geht es jetzt darum, dass wir hier eine Kappsäge haben, wir haben eine Bandsäge und wir haben hier eine Tauchkreissäge. Wie viel Geld ich da jetzt investiere, das ist auch wieder zu ein breites Feld. Wir wollen jetzt hier einfach nur gucken, kann ich mit den Grundfunktionen dieser Maschinen ebenbürtige Ergebnisse mit der Kreissäge erlangen oder sogar noch mehr. Wir sind hier zunächst bei der Bandsäge und mit der stand ich eigentlich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Wie gesagt, das ist eigentlich für mich immer so abgestempelt zum Brennholzschneiden. Wir hatten auch damals, ich habe im Prototypen-Modellbau angefangen, auch schon eine Bandsäge, so eine kleine. Und ja, eigentlich hat man die nie großartig genutzt. Da war immer klar, komm, wenn du mal einen groben Schnitt machen willst, weil die Kreissäge belegt ist, nimm sie, aber ansonsten lass da die Finger von. Wirklich einstellen konnte ich die bis vor geraumer Zeit auch noch nicht. Das heißt, ich habe hier gezeigt bekommen, wie funktioniert das. Und wir haben uns dann hier immer gegenseitig Gedanken gemacht, wie kann man ein Optimum aus einer Bandsäge rausholen. Und ich denke, mittlerweile ist die Bandsäge bei mir dann doch wesentlich beliebter geworden als die Tischkreissäge. Das liegt aber auch daran, dass ich vor allem mit Massivholz hier arbeite. Wir verarbeiten wenig Plattenmaterial. Und da kann ich dann auch die etwas negativeren Seiten hier bei der Bandsäge super kompensieren. Was meine ich damit?
So kompakt hier die Maße selbst von der relativ großen Zabel 350 sein mögen, ich kann damit im Prinzip endlos meine Materialien, also meine Bohle, besäumen. Wenn ich also dafür sorge, dass ich hier hinter noch eine Ablage stelle, also irgendwie einen Rollbock und davor vielleicht auch oder zwei helfende Hände, dann kann ich hier auch am Stück eine 5 Meter lange Bohle durchschieben. Ist gar kein Problem. Geht hier bei der Kreissäge nicht so ohne weiteres. Geht an eurer kleinen Tischkreissäge, die ich auf den Tisch oder auf die Werkbank stellen kann, auch nicht. Und das sehe ich als ganz großen Vorteil an. Ich bin also der Länge nach überhaupt nicht limitiert. In der Breite nehmen wir jetzt mal hier an, also ich empfehle, für wirklich große Möbel zu bauen, 300, 350 mm Rollendurchmesser. Es gibt auch die kleine, mit der ich auch gerne arbeite. Aber da sind wir ja vom Kompromiss her noch so weit gegangen, dass wir sagen, okay, die muss wirklich so klein sein, dass sie auch mal schnell mobil irgendwie unterm Schrank verschwindet. Wenn ich sie brauche, wiegt die so wenig, dass ich sie auf den Tisch noch kriege. Das macht es auch super, super Performance, gar keine Frage. Nur wenn ich die Möglichkeit habe, wenigstens die Fläche für eine Bandsäge zu haben, dann ist da für mich der Einstieg bei einem Rollendurchmesser von 300 mm. Das heißt, ich bin jetzt hier seitlich zumindest begrenzt auf eine Breite von 300 mm. Ja, das ist also so der erste Negativpunkt bei unserer Bandsäge. Zweite Sache, ich habe natürlich nicht ganz die Schnittgüte. Ne, wenn ihr euch jetzt vorstellt, 5 Meter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, sagen wir einfach mal eine 2 Meter Eichenbohle, kriegt man allein auch gut gehandelt. Schiebe ich jetzt hier an meinem gezeichneten Riss entlang, dann habe ich wahrscheinlich trotzdem, auch wenn ich mit einer Führung arbeite, auch nochmal ein Video verlinkt von Guido Henn, trotzdem nicht die Oberflächenqualität an meiner Schnittkante wie mit der Tischkreissäge. Ja, egal, was ich da für ein Band verwende, kriege ich einfach nicht hin. Oder ich habe wirklich einen Vorschub, der sich ja, im Tagerhythmus bewegt. Das finde ich persönlich aber gar nicht so schlimm, denn ich weiß, wie man mit einem Handhobel umgeht. Und ich arbeite sowieso lieber mit Handwerkzeugen. Das heißt, ist der Schnitt hier grob gemacht, dann gehe ich hier an meine Hobelbank und dann wird da mit 3-4 Zügen mit dem Hobel eine perfekte Oberfläche gemacht, die natürlich dann wiederum auch besser ist als an der Tischkreissäge. Weil auch da bleiben natürlich Sägespuren zurück. Muss ich also mit dem Handhobel dann kompensieren. Kompakte Bauweise, wie gesagt, das ist mein Vorteil. Vorteil, die Lautstärkeentwicklung ist auch geringer als bei der Tischkreissäge. Thema Sicherheit finde ich persönlich ist hier bei der Bandsäge wesentlich besser als an der Tischkreissäge. Warum? Die hauptsächliche Energie, die Kraft, die hier ausgeübt wirkt, entspricht nur dieser Richtung. Also nur nach unten in Richtung des Tisches wird Energie aufgebracht. Was wir also auf gar keinen Fall machen dürfen, nehmen wir uns mal hier ein Stück Holz, ist hier in dieser Höhe mein Holz ansetzen, weil sonst knallt mir das hier nach unten. Das dürfte klar sein. Wir müssen also dafür sorgen, aber das ist eigentlich ja, immer so. Ich fange ja auch nicht an, mit meiner Japansäge hier freihand in der Luft rumzuwedeln. Immer auflegen, gilt auch für die Tischkreissäge, gilt für die Kappsäge, gilt immer. Ja. Dann ist da die Gefahr schon relativ gering. Ich kann mir natürlich immer in den Finger schneiden, wenn ich nicht aufpasse. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit, durch die Abdeckung so weit wie möglich nach unten zu kurbeln. Ein bisschen was soll man noch sehen können. Aber ja, je geringer hier der Abstand ist, desto besser. Mal so eine ganz unangenehme Geschichte gehört. Ne? Da war eine Bandsäge mit einem Rollendurchmesser von über einem halben Meter. Das Bandsägeblatt war sehr frei und die Abdeckung war komplett oben. Und dann hat man sich hier unten ganz doll auf den Schnitt konzentriert, bis man aus dem normalen Fichtenholz dann auf einmal Paduk gemacht hat. Also heißen, hat sich rot gefärbt. Ne? Also ja, malt euch das selber aus. Ist jetzt gar nicht so lustig, kann passieren. Also Abdeckung immer so weit wie möglich nach unten. Hatte ich auch schon gesagt, die Zerspannung ist wesentlich gröber als an der Tischkreissäge. Das heißt, die Staubentwicklung ist natürlich auch da, aber bei weitem haben wir nicht so einen feinen Staub wie bei unserer Tischkreissäge. Ein bisschen tricky Punkt. Gibt ein Video dazu, ich glaube aktuell 170.000 Klicks fast. Das ist eine ganze Menge. Es bedeutet aber auch, wenn man sich Videos im amerikanischen Raum ansieht, die weit über die Millionen gehen, das Thema ist einfach echt interessant und es bedeutet, dass ganz viele damit Probleme haben. Ja. Ich kann es nachvollziehen, weil auch ich nicht direkt am Anfang das hinbekommen habe. Kann man ja auch einfach mal zugeben. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich kein Problem, weil man irgendwie einmal so kapiert hat, ah, okay, da oben ist eine Rolle, da unten ist eine Rolle, dazwischen läuft ein Band. Das muss erstmal funktionieren.
Und dann ist der Rest, sagte ich aber auch schon mal, Feintuning. Also hier die Rollen, wie viel Wert da immer gelegt wird auf Keramikführung und sonst was. Heiko Rech ist mittlerweile auch davon abgekommen. Ja, und das will was heißen, weil der gute Kerl auch schon seit ein, zwei Jährchen oder Jahrzehntchen dabei ist. Und ja, wenn man da halt eben merkt, okay, das braucht es gar nicht, das kostet viel Geld, dann ist das Thema Führung vielleicht auch all die Jahre ein bisschen zu sehr zu Marketingzwecken genutzt worden. Was eine gute Bandsäge ausmacht, haben wir aber schon besprochen. Das brauchen wir jetzt hier nicht weiter anzugehen. Schwierig ist einfach, wie gesagt, ne, ich muss einmal kapieren, wie stelle ich das Bandsägeblatt ein. Habe ich das geschafft, ist das Thema auch abgehakt. Gut. Ansonsten muss ich natürlich auch hier bei meinen Anschlägen darauf achten, dass es so ordentlich funktioniert, wie auch an meiner Tischkreissäge. Ja, da muss man sich einfach ein bisschen Mühe geben. Besorgt euch da einen Schlosserwinkel, da kann man schon eine ganze Menge mit erreichen. Ja, ich bin begrenzt von meiner Schnittbreite. Ich bin auch begrenzt, was die Wiederholgenauigkeit angeht. Ne, ab einer gewissen Größe, wenn ich auch sehr breite Bänder drauf machen kann, also ich sage mal, alles so ab 15 mm, wird auch schon schwierig, nach links und rechts zu verdrehen. Wir haben trotzdem einfach nicht die Präzision wie an der Tischkreissäge. Ist so. Ja. Es gibt ja auch keinen Schiebeschlitten, wie wir das an der Tischkreissäge haben. Und darum ja, haben wir da automatisch auch immer ein bisschen Spiel hier in unseren Führungen drin, selbst wenn ich das ganz genau einstelle. Nach oben hin, ja, je teurer, hochwertiger, präziser auch eine Bandsäge fertigt ist, desto besser wird es natürlich. Aber lasst uns mal hier so ja, im unteren, mittleren Preisbereich bleiben. Das sind das, glaube ich, Faktoren, wo mir viele zustimmen werden. Gut, die ist jetzt hier noch auf Rollen, ist die Tischkreissäge auch, aber die ist wirklich wesentlich leichter, das heißt, die kann ich auch mal schneller verfahren. Dass ich mit einer Bandsäge, so wie wir sie kennen, natürlich auch ja, Rundungen schneiden kann, ne, oder komplette Kreise, dass es wesentlich einfacher, ungefährlicher ist als an den meisten Geräten, dürfte auch klar sein. Ist also eigentlich eine sehr vielseitige Maschine, die aber wie gesagt von der Oberflächenqualität und von der Wiederholgenauigkeit, Präzision leichte Einbußen mit sich bringt. Schlitz- und Zapfenverbindungen lassen sich auch nirgendwo so einfach und sicher herstellen wie hier an der Bandsäge, meiner Meinung nach. Nachbearbeitung dann, wie gesagt, nochmal mit ein paar schicken Hobeln, ein bisschen Stecheisen, dann ist das eine ordentliche Sache. Hier können wir unendliche Längsschnitte machen. Hier mit unserer Kappsäge können wir im Prinzip unendliche Querabschnitte machen, Querschnitte machen. Ich habe lange Zeit, ich glaube mit einer DeWalt, mit einer Metabo, mit einer Bosch gearbeitet. Preislich irgendwas zwischen 200, 300 Euro. Die soll hoch und runter gehen und die soll sich nicht verstellen. Und dann ist das für meine Ansprüche eigentlich immer schon mehr als ausreichend gewesen für eine Kappsäge. Hier bei einer CAPEX 120 haben wir natürlich eine größere Schnitthöhe. Wir haben hier auch die Möglichkeit, ja, wesentlich breitere Abschnitte auch nochmal abzulenken. Gar keine Frage, je mehr Geld ihr ausgibt, desto mehr bekommt er. Aber ich rede ja von einer ganz einfachen Kappsäge. Damit kann man auch schon eine ganze Menge erreichen. Wenn es dann nämlich doch mal um Präzision geht, also 45 Grad Schnitte, Gärung bei einem Bilderrahmen oder sonst was, nehmt euch die hier, wenn ihr euch mal irgendwie Kästchen baut, um da eine Gärung zu machen. Wenn es dann nochmal irgendwie geht, ihr wollt, ich sage jetzt mal ein Sechseck oder sowas herstellen, da sind wir bei der Kappsäge wirklich präzise, wiederholgenau, was uns hier bei der Bandsäge fehlt. Bandsäge und Kappsäge in Kombination, wenn wir mit Massivholz arbeiten, kann eine sehr gute Alternative zu unserer Tischkreissäge sein. Wie gesagt, wenn wir uns jetzt hier, wenn wir Record Power als Beispiel nehmen, mit der BS300 einsteigen und mit einer Kappsäge so um die 200, 300 Euro, dann sind wir ja nur beim Maschinenpreis bei 1000 Euro. Und ich finde, da sind wir weit unter dem, was ich ja gerade schon gesagt hatte, 1500, 2000 Euro weiter nach oben, ja, und können tatsächlich mehr machen als mit einer Tischkreissäge. Bei der Massivholzbearbeitung. Wie gesagt, lasst uns Thema Plattenmaterial aussondern. Da brauchen wir tatsächlich dann meines Erachtens doch eher die Tischkreissäge. Da ist auch mit Nachhobeln, ne, wenn die Kante dann nicht so super geworden ist, mit dem Handhobeln natürlich Blödsinn an so einer beschichteten Kante. Das macht kein Mensch. Ja? Weil wir aber auch ganz anders dann unsere Möbel bauen. Jetzt habe ich hier vorne noch eine Tauchsäge. Da gibt es natürlich auch noch mal ein paar schöne Führungsschienen für. Haben wir uns jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt. Ihr könnt hier sehen, das ist hier die Original von Festool und relativ ähnlich, weil es zumindest auch grün ist. Und YouTool, gibt es nicht auch irgendwie sowas wie YouTube oder so? Wirkt ähnlich. Ja.
Die funktionieren auch ganz gut, die YouTube-Schienen. Die haben ein Profil hier weniger, wo wir auch diesen Queranschlag, den ich euch mal gezeigt hatte, von Festool einklemmen können. Funktioniert aber auch bei Makita und ein paar anderen Sägen. Das gibt es da nicht. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass sich hier der Kleber oder vielmehr die Unterlage hier, der Splitterschutz, relativ leicht löst. Das ist ein Kritikpunkt auf jeden Fall, der mir aufgefallen ist. Der zieht sich auch durch. Wenn man das weiß, ja, vielleicht nicht zu viel ärgern. Bestellt euch irgendwie nochmal eine Tube Pattex mit, dann kann man das korrigieren. Ansonsten kriegt ihr da natürlich aber ein Aluprofil und bei Festool kriegt ihr auch ein Aluprofil. Nur das Ding von YouTube kostet weniger. Ne? Von der Präzision merke ich da keinen Unterschied. Also ist vielleicht auch mal ein Gedanke wert. Wie gesagt, ne, ich merke an dem Kleber da so ein bisschen den Qualitätsunterschied. Darum soll es jetzt aber gar nicht so sehr gehen, sondern ich kann mit einer Tauchkreissäge oder auch mit einer normalen Kreissäge und einer Führungsschiene auch schon sehr genaue Schnitte über eine Länge hinbekommen. Ja, also die YouTube-Schienen, ich glaube 5 Meter ist die längste, die liegt auch hier im Hintergrund. Die kriege ich gerade so hier in die Werkstatt rein. Vielen Dank auch nochmal, dass mir die hier reingelegt wurde. War einen halben Tag Arbeit, die hier reinzulegen. Aber ihr seht, da habe ich dann schon die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ne, hier wackelig die lange Bohle durchzuschieben, dann besorgt euch eine Tauchsäge und schiebt da einmal mit der Führungsschiene eure Säge entlang. Oder alternativ, es muss keine Tauchsäge sein, es reicht ja wirklich, wenn es ums gerade Besäumen geht, auch eine normale Handkreissäge. Ja, die kriegt ihr auch für 100, 150 Euro, die passen auch an die Führungsschienen dran, wenn wir darauf geachtet haben. Und dann ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Sache. Ja, also, die drei in Kombination werten das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen besser auf. Ich habe die Möglichkeit, wie gesagt, hier wiederholgenau zu arbeiten. Ich habe hier die Möglichkeit, vor allem, wenn es um Massivholzbearbeitung geht, tolle Resultate zu erzielen. Hier noch on top, obendrauf, ist auch, sieht man ja so ein bisschen der Trend, obwohl ich eine große Tischkreissäge habe, trotzdem was mit meiner Tauchsäge zu machen. Jonas Winkler hatte das in ein, zwei Videos auch schon gezeigt, dass er das für eine sichere Arbeit hält. Ich habe es auch gerne gemacht, gerade bei Vollformatplatten. Bevor ich mir die jetzt hier irgendwie auf meine Tischkreissäge oder Formatkreissäge gewuchtet habe, habe ich die eher da draußen auf ein paar Böcke gelegt und schon mal ein bisschen in portionsgerechtere Happen gebracht. Ja, ja, hat das ein bisschen geholfen? Ich weiß es nicht, ich hoffe. Es ist immer mit irgendeinem Kompromiss verbunden. Ja, es ist immer das Beste, wenn ich alle Maschinen habe und auf die ich zugreifen kann. Natürlich ist es auch noch super, den könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, wenn wir da einen vernünftigen, dicken Abrichthobel haben. Klar, gar keine Frage. Aber wir müssen ja, wie gesagt, Kompromisse eingehen. Und ich glaube, wie gesagt, diese beiden hier können ein guter Kompromiss sein. Muss man halt eben sich ein bisschen reinfuchsen bei der Bandsäge. Die Kappsäge ist, glaube ich, sehr einfach, ist auch eine sichere Sache, solange wir hier die Finger vom Sägeblatt fernhalten, auch da schauen, dass sich nichts verkantet, dann geht das schon ganz gut. Ja, so, ich würde sagen, den Rest klären wir in den Kommentaren. Wir können gerne, dafür ist das nächste Jahr da, auch nochmal uns Maschinen ansehen, was kann man damit machen. Wir zeigen hier aber auch jetzt mittlerweile seit 2 Jahren auf dem Kanal, was mit den Maschinen, die wir hier haben, möglich ist, was man damit bauen kann. Und ich habe damit auch schon größere Projekte gemacht, wie beispielsweise mein Bett. Das steht immer noch und es hat auch noch keine Anzeichen gemacht, dass es das in der nächsten Zeit nicht tun wird. Ja, die Leiter, die wir hier mit der Bandsäge, mit der Verbindung hergestellt haben, das hält. Ja, also ich glaube, dass diese Bilder auch schon was aussagen können, ob man damit arbeiten kann oder nicht. Es ist natürlich so, dass es ab einem gewissen Punkt natürlich auch so ein bisschen an den eigenen Fähigkeiten liegt, da nochmal hier und da eine Ecke nachzuarbeiten, sauber mit dem Hobel arbeiten zu können. Ja. Aber das kommt mit der Zeit, da muss man einfach nur ein bisschen dranbleiben. So, wie gesagt, den Rest in den Kommentaren. Und mit diesem Video müssen wir auch unseren lieben Frederik verabschieden, der gerade hinter der Kamera steht. Warum? Der Frederik ist jung, aktuell noch Single. Und was soll man da anderes machen, als auf die Weltreise zu gehen? Ja. Reise sollen wir nicht aufhalten. Vielleicht kriegen wir zwischendurch mal Urlaubsgrüße. Vielleicht sogar können wir dazu bewegen, wenn er mal in Japan angekommen ist, da live vor Ort zu zeigen, ob die nicht nur für die Kamera so gut arbeiten, sondern immer, wird bestimmt eine schöne Sache. Sag dem Frederik nochmal einen lieben Gruß, auf Wiedersehen. Und der freut sich bestimmt auch auf ein paar Abonnenten auf seinem Kanal. Da geht es vor allem um kulinarische Köstlichkeiten. Und auf Weltreise wird sich das bestimmt auch nochmal ein bisschen erweitern.
Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke sehr.